Willkommen zum zweiten Teil des Videos für die CO2-Anlage. Wie ihr wisst, habe ich das ja vergessen. Und auf mehrmalige Nachfrage habe ich jetzt gesagt, mache ich das noch eben. Wir eichen jetzt einmal die Sonde hier im Aquarium für die Denelle CO2-Control. Und hier habe ich aber die zwei Flaschen. Die ist im Moment dran, weil die großen vier alle leer sind. Und die ist nur zur Überbrückung. Und hier hinten habe ich noch was geändert. Hier haben wir jetzt den CO2-Inline, den Direkt-Inline von JBL. Hier wird das CO2 direkt eingeströmt, geht dann über den Einlauf hier oben mit rein. Und es funktioniert sehr gut. Die CO2-Werte im Aquarium stimmen auch. Und wie ihr hier sehen könnt, stimmen mittlerweile auch die Phosphorwerte wieder. Es wächst wieder alles ganz von unten an wieder. Auch hier die Sessiloflora wächst von unten komplett rum. Und auch die Anubia schießt neue Blätter nach. Genau wie hier zwischen und hier oben auch. Und hier kommen auch wieder neue Triebe überall. Von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden. Es sieht auch echt gut aus im Moment. Und jetzt eichen wir einmal die Sonde. Dazu haben wir einmal hier an der Seite den Messbecher. Oben links für pH 4, rechts für pH 7 und dann für destilliertes Wasser. Die befüllen wir einmal bis zu diesen Strichen hier. Destilliertes Wasser, wie gesagt, hier vorne, links pH 4, pH 7. Dazu haben wir diese Fläschchen hier und das kommt dann alles da rein. Die drehe ich mal eben auf. Dann füllen wir jetzt einmal die Becherchen hier auf. Wie gesagt, bis zur Grenze. So, einmal destilliertes Wasser. Dann machen pH 7. Die kann man natürlich nachbestellen im Internet, wird man aber nicht so oft brauchen. Man soll sie eigentlich alle 4 Wochen nacheichen, das habe ich bis jetzt nicht gemacht, da die Werte eigentlich immer stimmten. Im Moment bin ich mir ziemlich unsicher, deshalb gucken wir jetzt nochmal nach. Und da ich eh das Video machen wollte, habe ich gesagt, machen wir das jetzt einmal in einem, dann haben wir das hinter uns. So. Dann nehmen wir jetzt einmal die Sonde aus dem Aquarium heraus, hier oben. Dazu nehme ich mal eben die Platte hier vorne weg. Muss natürlich so machen, dass wir hier auch runterkommen. Und dann tunken wir sie einmal in das destillierte Wasser, damit die unten ausgespült wird und das Aquariumwasser auch aus der Sonde rauskommt. Die muss ungefähr einmal im Jahr getauscht werden, damit man dann auch verlässlichen Werte hat. So. Dann setzen wir sie zuerst in die 7, na, wackeln ein bisschen, damit keine Luftblasen dran sind und lassen sie dann hier in dem praktischen Halter stehen. Ist echt gut, weil er hier sich schön in diese Rillen einlegen kann und dann wird es gewartet. Dann gehen wir zum Computer runter und die pH-7-Sonde sollte jetzt runtergehen bis auf ungefähr 7. Wenn sie ein bisschen drüber stehen bleibt, ist natürlich dann Abweichung da, aber ich denke mal, der wird so bei 7,3 stehen bleiben, 7,25. Vielleicht auch ein bisschen drunter und dann drücken wir gleich hier auf pH 7 und dann wird geeicht. Dazu warten wir aber noch, bis der Wert relativ konstant stehen bleibt. Das sieht auch fast danach aus, hier geht so langsam runter. Gucken wir jetzt hier nochmal hier hinten, ob da keine Luftblase dran ist. Ah, jetzt geht er runter. Ja, wieder hoch. Er sprang halt kurz auf 7,2 runter, aber irgendwie die Schwankungen sehr stark. Es bleibt dann länger stehen. Jetzt drücke ich mal auf pH Eichen, pH 7. Jetzt blinkt die Lampe hier unten. Eichen 7, jetzt macht das. Eben habe ich nicht richtig gedrückt, tut mir leid. Wie man hier sehen kann, sie wächst hier alles wieder, ganz viele kleine Triebe. Ich habe hier unten noch immer so einen braunen Mock, den muss ich mal ein bisschen freilegen und dann abkratzen. Aber sonst sieht das Ganze eigentlich echt gut aus. Auch die Anubia gefällt mir sehr gut.
Jetzt haben wir 7,0. Dann gehe ich jetzt hier rüber, wasche wieder mal mit destilliertem Wasser aus, damit die Sonde wieder sauber ist von der Eichlösung. Und dann stellen wir sie in die pH 4. Rühren nochmal um, gucken, dass keine Luftblase dran ist. Stellen sie wieder ab. Und dann gehen wir wieder hier rüber. Und jetzt sieht man schon, wie sie hier runter geht. Richtung pH 4. Das ist schon mal richtig, dass sie auf jeden Fall so weit runter geht. Also so weit war sie nicht verstellt. Ich denke mal so 0,25 oder 0,3 um den Dreh. Ich habe auch echt lange keine Kalibrierung mehr gemacht. Von daher geht es eigentlich. Jetzt pendelt sich das hier alles ein. Hier steht auch pH 7 zuerst Eichen mit einer 1 und die 2 ist die pH 4. Hier geht es schon runter. Dann sollte es gleich auch passen. Die hat jetzt ungefähr 3 Monate gehalten oder 4 Monate. Ich habe noch 2 Stück von den großen und von den kleinen habe ich noch 2 Stück. Ich glaube, ich hole mir sogar noch eine größere als ein 2 Kilo, um länger durchzuhalten. So, jetzt langsam wird es langsamer. Dann können wir das Ganze nochmal drücken. Jetzt wird E4 geeicht. Und dann haben wir gleich auch pH 4 auf 0 gesetzt und dann sollte das Ganze wieder passen. Das ist auch wirklich nicht schwierig, also ich kann keinen verstehen, der nicht gerne eicht, weil es einfach nur kostet ein bisschen Zeit, aber sonst einfach gar nicht aufwendig. Und der CO2-Wert im Aquarium stimmt durch das Teil und durch pH-Wert auf jeden Fall sehr gut. Wenn das Ganze dann wieder rum ist, haben wir wie eben hier 4,0 stehen kurz und dann können wir wieder auf den normalen pH-Wert umstellen und dann passt das alles wieder für die nächsten 4 Wochen. pH 4 stimmt auch. Dann können wir die Sonde jetzt natürlich wieder einmal rausnehmen, spülen sie wieder raus. Dann geht der pH-Wert wieder hoch. 4,4 haben wir jetzt schon da hinten. 4,5. Und dann stecken wir diese natürlich wieder hier oben rein. In die Halterung. Und dann das Kabel auch wieder hier reinklemmen normalerweise. Mache ich es aber nicht. Mache den Deckel wieder drauf und dann hängt sie wieder da hinten in der Ecke. Hängt sie wieder da oben in der Ecke und der pH-Wert geht jetzt auch wieder hoch und steht dann gleich wieder auf dem Wert, der im Aquarium ist. Den können wir ja noch kurz abwarten. Ja, der Abweichungswert war doch etwas höher als gedacht. Wir haben jetzt 6,78 ungefähr oder 7,9 im Aquarium und das waren dann ungefähr 0,4 pH-Wert Abweichung. Also schon ordentlich, aber hat dem Aquarium soweit nicht geschadet. Also von daher wurde eher noch mehr CO2 reingebracht als zu wenig. Und dann war es das auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch kurz die Kalibrierung der Sonden erklären. Und das ist ja nicht allzu schwierig. Also dann bis zum nächsten Mal.